Schweizer Bond-Premiere hat so manche Schönheit aus der warmen Stube in die eisige Kälte gelockt. Und im Handumdrehen sind die Temperaturen auf dem roten Teppich gestiegen. Heute Abend habe ich ein Kleid von Roberto Cavalli. Das muss ich schnell schauen. Das habe ich gerade neu kennengelernt und das finde ich super. Brambilla heisst er. Heinrich Brambilla. Das ist einmalig, es gibt nur ein Stück in der Schweiz. Und ja. Ich weiss es nicht, was es ist, aber ich kann es schon sehr lange. Das ist von Lisbeth Egli. Und natürlich haben sich alle für einen rausgeputzt, oder? Hast du von Daniel Craig? Aber ich meine, jetzt muss ich mir jemand anderes aussuchen, wenn ich noch kommt. Sie ist nicht die Einzige, die enttäuscht war, dass sie Daniel Craig nicht live gesehen hat. Ich finde Daniel Craig wirklich recht sexy, finde ich gut. Coolness wahrscheinlich. Ja. Die anderen waren sehr edel, aber ist da eher so auf die Bad Boys. Die, ja. Ich finde Daniel Craig finde ich natürlich auch gut. Er ist so ein richtiger Kerl, halt, aber nicht so ein typischer Schönling, wie man von den letzten Filmen so kennt. Ich finde das eigentlich noch lässig. Er ist ein cooler Typ. Doch nicht alle können sich für den aktuellen James Bond begeistern. Leider nicht mein Favorit. Er ist zu wenig cool für mich. Zur Auswahl stehen aber zum Glück ja auch noch andere. Und einer kommt bei den Frauen durchs Band besonders gut an. Also der Sean Connery ist sicher besser. Sean Connery. Also ich darf jetzt nicht natürlich Sean Connery sagen. Der Daniel ist natürlich, Daniel Craig ist natürlich super. Aber Sean Connery ist ihn eben eigentlich doch. Ganz ein anderer Bond-Darsteller gesagt hat Melanie weniger gern. Also ich finde, Johnny Depp wäre schon recht geil. Wie heisst so schön, über Geschmack lässt sich streiten. Genauso wie über den perfekten James Bond.